Also meine Mutter steht jetzt nicht daneben und sagt, klick mal das an oder sowas, sondern dann sitze ich schon alleine am Computer. Die Idee von technischem Jugendmedienschutz ist, das besondere Schutzbedürfnis von Kindern und Jugendlichen, das auch im Grundgesetz verankert ist, für moderne, technische und eben auch digitale Medien angemessen umzusetzen. Sie können in eine Buchhandlung gehen und können jedes Buch kaufen. Bei Filmen, bei Spielen ist das nicht so. Was ist jetzt mit dem ganzen Bereich des Internet? Ich weiß nicht, also manchmal dann werden so Seiten von illegalen Filmen oder sowas angezeigt, die man sich herunterladen soll. Es gibt natürlich das Problem, dass es im Internet wie in anderen Medien auch jede Menge Inhalte gibt, die insbesondere für jüngere Kinder nicht geeignet sind. Stichwort Gewalt, Stichwort Pornografie. Manchmal kommen so Pop-ups oder so. Ja, also das kennt man natürlich, dass an der rechten oder linken Seite dann diese Anzeigen gezeigt werden. Und da muss ich mir dann eben auch als Eltern unter Umständen Gedanken darüber machen, ob ich einen Jugendschutzfilter einrichte, ob ich Sperrlisten implementiere, ob ich mir eine Kindersicherung einbaue, die mich informiert, wenn mein Kind in bestimmte Bereiche geht, wo sie besser nicht hingehen sollten. Also wenn man in den Computer datet, also reingeht, ist dann Passwort. Und das weiß ich nicht, sondern meine Mutter. Es gibt momentan nur sehr wenige Anbieter, die solche Programme anbieten. Und leider sind diese Programme auch noch mit einer gewissen Fehlerquote behaftet. Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass 80% der gefährlichen Inhalte gefiltert werden müssen. Das, muss ich ehrlicherweise sagen, ist mir viel zu wenig, weil das heißt, dass auch 20% immer noch durchkommen können. Ich darf mich also als Eltern nicht blind auf einen solchen Filter verlassen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ich je nach Betriebssystem schon im Browser oder in der Konteneinstellung, mit der der Computer benutzt werden kann, hinterlegen kann, dieser Computer wird jetzt von einem Kind benutzt, ich möchte wissen, welche Seiten da angesurft wurden. Das ist natürlich ab einem bestimmten Alter wieder auch problematisch, denn ich denke, unsere Erziehung sollte nicht primär mit dem Prinzip der Überwachung, sondern mehr mit dem des Vertrauens, des Schützens und des Stärkens funktionieren. Also bei mir, als ich meinen Computer bekommen habe, meinten sie, dass sie mir vertrauen und dass ich halt aufpassen soll, was ich im Internet mache. Ein Kollege von mir sagte mal das schöne Bonmot: Kind ist man so lange, wie man den Jugendschutzfilter, den die Eltern installiert hat, glaubt. Jugendlicher ist man ab dann, wo man weiß, wie man ihn umgeht. Für diesen Bereich können wir schlechterdings keinen Schutz vorgehen. Also wer etwas finden will, es wird das finden können. Aber in dem Bereich darunter, denke ich, ist es wichtig, einen funktionierenden technischen Jugendmedienschutz zu haben. Und das ist alles andere als trivial.